Hallo YouTube, Kerga am Start und ich darf euch ganz herzlich willkommen heißen zu einer kleinen Runde Late Apex Tuning Vorstellung. Ich hatte in der letzten Folge schon angekündigt, wir sehen uns heute diesen Honda Acura Integra hier an. Also ist ein Acura Integra, aber ihr wisst ja, Honda Acura ist gehüpft wie gesprungen, ist nur das Lenkrad auf der falschen Seite bei einem. Das Fahrzeug ist auf Klasse C aufgebaut und zwar für die Karriererennen wieder mal. Wir fahren nämlich in der Reihe der frühen Kompaktsportwagen. Ich habe das Gefühl, ich puste gerade ziemlich viel ins Mikrofon hier. Sollte aber eigentlich gehen, wundert mich gerade. Egal, wir fahren. Ich hätte gerade irgendwie Bock auf, hier, auf Road Atlanta hätte ich gerade ganz gut Lust. Auf die Road Atlanta im Peach State, Georgia. Genau, und da sehen wir uns nach dem Schnitt. So, da sind wir auch schon an der Startlinie der Road Atlanta mit unserem amerikanischen Acura, der wie gesagt eigentlich ein Honda ist. Und während wir jetzt fahren, werde ich wieder mal ein paar Worte zu diesem Auto verlieren. Zum Beispiel, jetzt kommt er erst, zum Beispiel ist ein VTEC drin, das ist soweit nichts Neues. Aber ich habe mich in puncto Tuning für einen Kompressor entschieden. Und zwar für den Zentrifugallader. Und der hat diese Eigenheit, dass er... Nicht zu weit nach außen. Der hat diese Eigenheit, dass er die unteren Drehzahlen ignoriert, beziehungsweise sogar drückt. Wir haben hier noch einen neben uns. Und stattdessen auf die hohen Drehzahlen was draufschaufelt. Das heißt, unterhalb von 6000 ist dieser Motor hier klinisch tot. Da kommt einfach nichts. Fahrt ihn über 6000, alles ist in Ordnung. Ihr könnt ihn auch ein bisschen über, ein bisschen über den roten Bereich drehen. Aber nicht allzu weit, da kommt nämlich schon sehr bald hier der Begrenzer, da seht ihr es sehr gut. Ah, das war jetzt knapp, das war jetzt wirklich knapp. So, hinter dem W1 her. Lässt er uns, er lässt uns. So, den Motor habe ich angesprochen, weitere Eigenheit dieses Autos hier. Wir haben hier einen wirklich, wirklich... Upsala, die Kurve hier killt mich jedes Mal. Ne, wir haben hier ein wirklich verdammt festes Fahrwerk drin. Also tiefer, härter, breiter. Gut, tiefer und härter ist das Fahrwerk, breiter ist höchstens der Fahrer. Ist jetzt nicht unbedingt meine präferierte Einstellung bei allen Fahrzeugen, aber bei manchen mag ich einfach dieses Go-Kart-Feeling. Und ich dachte, im Rahmen von Late Apex, im Rahmen der Tuning-Vorstellung, kann ich auch mal sowas zeigen. Mal ein bisschen zeigen, was so möglich ist, was man da so Unterschiedliches machen kann. Vorbei an dem MX-5. Aber wir fahren drei Runden, haben wir noch ein bisschen Zeit, um nach vorne zu kommen. Hier kann man immer schön rausbeschleunigen. So, das läuft doch. Wo sind wir eigentlich? Dritter sind wir. Hier vorne fährt ein Hachiroko. Hätte ich übrigens auch auf Klasse C, den können wir uns ja vielleicht ein andermal ansehen. Der ist allerdings nur bedingt renntauglich, muss ich dabei sagen. Der ist zwar Klasse C, aber hat trotzdem ein wirklich, wirklich loses Heck. Der ist richtig schön, um so ein bisschen quer zu gehen um die Kurven und trotzdem schnell zu bleiben dabei. Denn wir alle wissen, der Drift ist nicht unbedingt die schnellste Möglichkeit, um eine Kurve zu fahren. Aber es muss auch nicht wesentlich langsamer sein als die Gripfahrt. Also man kann auch driftenderweise durchaus mal schnell sein. Beziehungsweise... Ja gut, das ist halt situationsbedingt, ne? So ein Rallye-Fahrer, der irgendwo auf Schotter oder Matsch oder sowas versuchen will, die Kiste irgendwie um die Kurve zu wuchten, dass das Teil nicht in den nächsten Baum untersteuert. Der muss da schon mal ein bisschen die Kiste anschleudern oder die Handbremse lupfen, damit das Teil überhaupt in die Kurve geht. Der ist im Drift dann natürlich nicht unbedingt langsam unterwegs, aber wir hier auf der Rennstrecke, wir versuchen doch eher das Driften möglichst zu vermeiden, wenn es um gute Rundenzeiten geht. Stimmt's, mein Freund im W2? Ja, der MR2, den der Kollege da vor uns fährt, der ist auch sehr bekannt fürs ungewollte Übersteuern. Da kam er sogar gerade leicht raus, glaube ich.
Ja, das ist halt das Problem mit dem Heckmotor. Beim Beschleunigen ist der schön stabil. Und wenn es dann ans Anbremsen an der Kurve geht, dann will einen das Heck auf einmal überholen. Meint auf einmal eine bessere Rundenzeit machen zu wollen als der Fahrer. Aber das braucht uns in unserem kleinen frontgetriebenen Acura hier nicht wirklich bocken. Der fährt sich gut, der bleibt schön gerade auf der Strecke. Und wenn das Heck doch mal kommen sollte, dann gibst du einfach Vollgas und der zieht sich wieder gerade, ist ja klar. Wisst ihr was? Wir sind ja gerade eher auf dem ersten. Ich zeige das hier mal gerade. Zweite Gang vorlegen. Einmal Handbremse. Und Gas. Gas, 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 Gas. Ah, zweite Gang hätte besser gepasst, aber ich denke, das Prinzip ist trotzdem deutlich. Hier jetzt einigermaßen gut rausbeschleunigt. Die Kurve hier ist verdammt wichtig, weil danach die lange Gerade kommt. Da kann man schön viel Geschwindigkeit mitnehmen. Oder auch nicht, wie in meinem Fall jetzt gerade. Aber ich denke mal, ja, das hat sich jetzt ganz gut geeignet, um zu zeigen, was das Auto kann. Wir sind auf einem soliden ersten. Wir haben ein super Ansprechverhalten, wir haben einen einigermaßen brauchbaren Grip. Ja, zweite passt besser. Ja, Schalten in Rennen soll schon geholfen haben, habe ich gehört. Handbremse, Handbremse. Ja, bisschen quer übers Ziel, kann man ja auch mal machen. Gut, dann ist das jetzt der Punkt, wo ich die Bauteile einblende und wir sehen uns dann gleich später wieder, also jetzt sofort nach dem Schnitt natürlich, wenn es an die Einstellungen geht, die will ich euch auch noch zeigen. Bis gleich! So, wir sind zurück in der Garage, die habe ich mir extra angemietet für euch. Und wir werden uns jetzt mal die technischen Feinheiten dieses Autos ansehen, beginnend mit dem Reifendruck. Und ja, ich komme mir auch ein bisschen affig vor dabei, jedes Mal den Reifendruck abzuzählen. Aber glaubt mir, es ist wirklich essentiell wichtig, damit das Fahrverhalten so ist, wie es ist und wie es sein soll. Wenn ihr dieses Auto also nachbauen wollt, dann nehmt den Reifendruck genau so mit, wie er hier eingestellt ist. Macht euch ein Bild davon und stellt ihn danach nochmal um. Aber lasst ihn bitte nicht von vornherein weg. Der ist nämlich ein ganz wichtiger Bestandteil des Fahrverhaltens. So, wir fangen also an. So, 3, 4, 5, 6. Oh, da war es ja schon. 5 waren es jetzt, glaube ich. Und hinten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. Okay, hinten 12, vorne 5, müsste hinkommen. Jetzt habe ich gerade gesagt, wir müssen das, jetzt habe ich gerade gesagt, Genauigkeit. Unbedingt Genauigkeit und dann sage ich selber ungefähr. Ne, machen wir nochmal neu. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, vorne sind es definitiv 5 Klicks bis zu 2,2 Bar. Warum das so ist, habe ich ja schon mal in der letzten Folge erklärt. Wir machen weiter mit der Übersetzung. Einfach pausieren, einstellen, weitermachen. Die Ausrichtung, der vordere Nachlauf 5,7 Grad hat sich für mich irgendwann mal so bewährt und eingebürgert. Alles andere habe ich so eingestellt, dass es generell funktioniert. Wer Verbesserungsvorschläge hat, immer gerne in die Kommentare, natürlich. Stabilisatoren, hier sehen wir jetzt, wie knüppelfest die Kiste eigentlich auf der Strecke liegt. Kurz Moment warten, Pause wieder weggenommen. Nächster Schritt, Federn, gleiches Spiel, die Kiste liegt unglaublich tief und knüppelfest. Das heißt, sie sollte auch, obwohl sie so tief liegt, nicht unbedingt aufsetzen, in den meisten Situationen. Hat das Teil schon mal auf dem Nürburgring aufgesetzt? Weiß ich gerade gar nicht, müsste auf jeden Fall ganz gut hingehen. Dämpfung auch wieder knüppelfest. Aerodynamik haben wir bei dem Auto, glaube ich, gar nicht. Mal schauen, nö. Bremsanlage, Hinterachse überbremst wieder ein wenig, habe ich euch ja schon mal erzählt. Nach links ist Bremsverteilung nach hinten, nicht nach vorne. Und die Bremskraft hat sich für mich so ganz gut angefühlt, das müsst ihr aber wirklich für euch selbst wissen.
Differential 35% vorne und hinten, vorne sage ich schon, 35% auf Beschleunigen und auf Verzögern nur 5%. Das variiert bei mir immer so im Rahmen, ja, 5 bis 15% sind bei Fronthieblern eigentlich ein ganz guter Wert da. So aus meiner persönlichen Erfahrung, das kann bei euch natürlich abweichen, klar. Gut, hoffe ihr hattet Spaß, hoffe ich konnte euch vielleicht ein bisschen helfen mit dem Setup. Lasst mich mal wissen, was ihr davon haltet. Und ansonsten sehen wir uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Ich würde mich freuen und wünsche noch einen schönen Tag, Abend, was auch immer. Euer Kerge.